Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar TWS und Arjuna Trader Software Grundlagen. Bevor ich loslege, einfach nochmal die Frage an Sie, ob Sie mich überhaupt verstehen können und ob die Bild- und Tonübertragung soweit in Ordnung ist. Vielleicht können Sie mir da ein kurzes Feedback geben über die Chat-Funktion hier in diesem Webinar. Dann weiß ich, dass von der Technikseite her alles soweit passt und in Ordnung ist. Falls Ton zu laut ist oder zu leise, bitte auch ein kurzes Feedback, damit das dann nicht störend ist. Okay, ich bekomme das Feedback, dass alles in Ordnung ist. Vielen Dank dafür. Gut, ja, das Thema heute TWS und Arjuna Trader Software. Grundlagen, also heißt es für Anfänger gedacht, die sich mit der Software noch nicht auseinandergesetzt haben oder diese Software vielleicht auch noch gar nicht kennen. Ich habe im Vorfeld schon einige Fragen gesammelt, die mir zugeschickt wurden oder die uns zugeschickt wurden, die die TWS oder auch den Arjuna Trader betreffen. Aber natürlich möchte ich Sie auch auffordern, während des Webinars mir Fragen zu stellen. Das heißt zum einen, wenn etwas unklar ist, können Sie Fragen stellen. Das heißt, dann werde ich das wieder holen, was ich vorgetragen habe. Oder natürlich, wenn irgendetwas, was noch gar nicht angesprochen wurde, wenn Sie dazu irgendwelche Informationen benötigen, dann stellen Sie einfach diese Frage während des Webinars. Das heißt, das Webinar möchte ich gerne mit Ihnen gemeinsam interaktiv gestalten und natürlich dann auch genau auf Ihre Fragen dann eingehen. Ja, ich wechsle jetzt mal den Bildschirm in die Trader Workstation, weil die Trader Workstation ist ja die Haupthandelsplattform hier bei uns bei CapTrader. Wo finden Sie die Trader Workstation? Wenn Sie bei uns auf der Homepage sind, können Sie unter dem Punkt Software gehen und dann finden Sie hier den ersten Button Trader Workstation. Wenn Sie einmal da draufklicken, dann öffnet sich eine neue Seite und Sie finden dort einige Informationen zur Trader Workstation und Sie können hier auch die neueste Version für den PC oder für den Mac oder halt auch für Linux runterladen. Ja? Einfach auf den jeweiligen Button hier klicken und dann öffnet sich die Datei zum Download. Es gibt die Möglichkeit natürlich auch bei uns ohne die Trader Workstation zu handeln und zwar einfach aus dem Browser heraus, beispielsweise hier über einen Webtrader oder natürlich auch mobile Geräte zu nutzen, Smartphones, Tablets und so weiter. Da gibt es dann jeweilige Apps, je nachdem, welches Gerät Sie benutzen. Wir haben dazu auch jeweils die Online-Handbücher oder PDF-Handbücher hier zum Download zur Verfügung gestellt. Und haben auch ein paar Unterschiede zwischen WebTrader und TWS hier in einer Tabelle dargestellt. Die Trader Workstation ist halt ein sehr, sehr komplexes Tool zum Handeln. Also es bietet eigentlich jedem Händler sämtliche Möglichkeiten, die man für den Handel braucht. Sei es nun ein Optionshändler oder einer, der Futures handelt oder auch Trader oder Investoren, die in Aktien investieren möchten oder in ETFs. Ja, also wir haben hier die Möglichkeit, über die Trader Workstation im Prinzip alle Produkte, die hier bei CapTrader handelbar sind, natürlich zu handeln. Alles in einer Plattform, alles mit einem Konto und wie Sie handeln möchten, da gibt es zig verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Sie können aus dem Chart heraus handeln, Sie können einfach hier aus der Plattform, aus einer Kursliste heraus handeln. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten und einige Sachen werde ich Ihnen natürlich zeigen, wie Sie die TWS für sich selbst individuell konfigurieren können, damit der Handel natürlich vereinfacht wird oder erleichtert wird, um es mal so auszudrücken. Es kommt eine Frage, ob das Webinar aufgezeichnet wird. Ja, ich habe die Aufzeichnung schon gestartet, um das dann nachher auch online zu stellen. Und dann können Sie das natürlich im Nachgang nochmal alles nacharbeiten oder sich nochmal in Ruhe anschauen oder zu den Stellen vorspulen, was für Sie halt interessant ist. Ja, das haben wir ja in der Vergangenheit schon bei einigen Webinaren gemacht. Sie finden diese unter Training und dann im Menüpunkt Videos. Ja, da sehen Sie hier unseren Videobereich in verschiedene Kategorien eingeteilt, sei es Webinare zur Charttechnik, Webinare zu TWS, die wir ja regelmäßig durchführen, wobei wir da versuchen natürlich jedes Mal auch neue Themen oder andere Themen zu behandeln. Ja, wir haben viele Videos zum Arjuna Trader, wir haben halt mit Rüdiger Born, Jens Raabe, Mario Lödemann, Philipp Schröder, also mit vielen externen Referenten auch gemeinsam Webinare durchgeführt, zum Arjuna Trader auch mit
Markus Gabel, mit Carsten Berger natürlich. Also viele verschiedene Referenten oder auch Gilbert Kreuztaler selber von Trade Escort hat ja dann auch schon mit uns gemeinsam Webinare durchgeführt und die finden Sie hier bei uns im Videobereich, beziehungsweise natürlich im YouTube-Kanal von CapTrader, beziehungsweise auch natürlich von FX Flat. Gut. Ja, wollen wir direkt loslegen? Grundlagen zur TWS. Vielleicht nochmal die allgemeine Frage an Sie als Teilnehmer, die Sie nur mit Ja oder Nein beantworten brauchen. Kennen Sie die Trader Workstation? Ja, vielleicht können Sie mir da kurzes Feedback geben mit Ja oder Nein, dann weiß ich, ob welche dabei sind, die noch nie was davon gehört haben oder die gar nicht kennen. Okay, die meisten kennen die schon, aber einige auch noch nicht. Oder viele noch nicht. Okay, super. Ja, ist also ganz gemischt. Jetzt sind sogar schon mehr dabei, die noch gar nicht kennen oder auch Anfänger sind. Okay, danke für das Feedback. Deswegen, dann weiß ich Bescheid, dass ich Ihnen da noch ein paar Grundlagen auch noch vielleicht zu Beginn zeige. Aber wenn irgendwas unklar ist, wie gesagt, nutzen Sie hier diese Chat-Funktion, um halt auch Fragen zu stellen. Gut. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass Sie, wie gesagt, die Software hier zum Download finden. Generell können Sie hier unter Downloads natürlich auch den Agena Trader downloaden oder Apps oder Java, falls Sie das noch nicht installiert haben. Also gibt es hier eine eigene Rubrik Downloads und auch eine Rubrik Handbücher. Wenn Sie sich ein bisschen intensiver mit der Materie auseinandersetzen möchten, ist das natürlich auch machbar. Okay. Also gehe ich jetzt mal in die Trader Workstation. Dazu wechsle ich ganz kurz den Bildschirm. Und ich hoffe, dass dieser jetzt auch übertragen wird. Also jetzt sollten Sie hier die Trader Workstation sehen. So, ich passe das hier nochmal kurz an die Fenstergröße hier an. Gut. Also es ist so, dass natürlich bei der Trader Workstation das Layout von Benutzer zu Benutzer unterschiedlich aussehen kann, weil sie haben im Prinzip die Möglichkeit, sich das Layout selbstständig einzurichten. Standardmäßig haben sie wahrscheinlich hier eher ein Layout, was so in der Art aussieht, dass sie einfach hier diese Standard-Kurslisten haben, sei es jetzt hier Aktien, falls Sie überhaupt hier mehrere Tabs oder Reiter hier angelegt haben, also Aktien, CFDs oder hier alle Werte vom DAX zum Beispiel, ja, die Werte vom Dow Jones, um jetzt mal nur hier verschiedene Kategorien mal durchzuklicken. Wenn Sie das nicht haben, ist das relativ einfach. Sie können das, wie gesagt, selber hier anlegen, indem Sie auf das Pluszeichen hier klicken mit der linken Maustaste und dann können Sie dem Ganzen einen Namen geben, beispielsweise Webinar 26.04. als Beispiel. Okay. Ja, und so sieht eine leere Kursliste sozusagen aus. Das heißt, Sie können hier sich eine eigene Kursliste anlegen. Dieser Kursliste können Sie einen Namen geben. Ich habe jetzt Webinar 26.04. genannt. Sie können aber natürlich dann auch Namen vergeben wie DAX, wie Dow Jones oder Aktien oder Futures, so wie ich es hier gemacht habe. Ja, und jetzt fügen Sie die Werte der Kursliste hinzu, indem Sie hier beispielsweise das Kürzel eingeben. Ja, Apple für, also mit dem Kürzel AAPL, und dann haben Sie hier ein Auswahlmenü, was kann ich alles von Apple oder was zu diesem Kürzel passt, hinzufügen. Und zwar einmal die Aktie. Smart steht daneben, beziehungsweise Directed. Falls bei Ihnen nicht Directed steht, müsste hier ganz unten in der Liste noch ein kleiner Pfeil sein, dass Sie dieses Kontextmenü erweitern können und dann sollte auch Directed bei Ihnen auftauchen. Ja, Sie können natürlich Futures, Optionen, Warrants, strukturierte Produkte oder auch bestimmte Kombinationsstrategien hier auswählen oder natürlich auch ein CFD. Ja, ich wähle jetzt mal Aktie Smart aus und beispielsweise auch direkt darunter den CFD, dann sehen Sie auch mal, dass beide Werte hier genau identisch und gleich ticken. Die
Kurse, die Sie jetzt hier sehen, sind Realtime-Kurse. Ja, das Ganze ist ja ein Paper-Trading-Konto jetzt hier. Ich handle jetzt hier nicht auf dem echten Konto, sondern hier mit einem Paper-Trading-Konto. Das heißt, auch Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie ein Konto bei CapTrader haben, natürlich sich ein Paper-Trading-Konto einzurichten und dann auch dort die Funktionalitäten der Trader Workstation zu üben. In diesem Paper-Trading-Konto haben Sie dann die gleichen Kurse, die Sie auch auf dem Live-Konto haben. Das heißt, wenn Sie Kurse abonniert haben, also Realtime-Kurse, dann bekommen Sie die sowohl im Live-Konto als auch im Paper-Trading-Konto. Aber Voraussetzung ist, Sie müssen diese abonnieren. Einige Abos sind kostenfrei, andere Abos sind kostenpflichtig. Das ist von Börse zu Börse unterschiedlich. Es gibt ja über 100 Börsen, auf denen Sie hier bei uns handeln können. Das heißt, jede einzelne Börse hat da eigene Voraussetzung. Und es kann sein, wenn Sie Realtime-Kurse nicht abonniert haben, dass Sie dann gar keine Kurse angezeigt bekommen oder dass Sie gegebenenfalls verzögerte Kurse angezeigt bekommen. Ja, ich wähle mal kurz die Aktie der Commerzbank aus. Ja, da sehen Sie jetzt hier, ich habe hier verzögerte Kurse. Woran kann man das erkennen? Einmal, wenn man mit der Maus hier drauf geht, dann steht dort, es werden verzögerte Daten angezeigt. Ja, bitte loggen Sie sich mit Ihrem Benutzernamen in die Kontoverwaltung ein, um dann die Marktdatenberechtigung anzupassen. Das heißt, dort in der Kontoverwaltung können Sie die Realtime-Kurse auch abonnieren. Und Sie sehen hier vor dem Kurs ist hier so ein Symbol, ja, wie so eine kleine Raute, kleines Rechteck, ja, was leicht gelb eingefärbt ist. Ja, hier oben bei Apple, beim CFD oder sowohl als auch bei der Aktie sind diese Symbole, die davor sind, grün. Können aber auch rot sein, falls der Kurs jetzt runtergeht. Das hängt von der Tickbewegung ab. Jetzt ist es rot geworden. Daran erkennen Sie schon, dass es Realtime-Kurse sind. Ja, im Vergleich zu dieser Farbe hier unten. Wenn Sie mit dem Mauszeiger draufgehen, dann sehen Sie aber auch, es wird nicht angezeigt, dass es sich um verzögerte Daten handelt. Wie gesagt, Sie müssen keine Realtime-Kurse abonnieren. Sie können auch bei uns handeln ohne das Abo mit Echtzeitkursen. Aber da ist es natürlich so, dass wenn Sie eine Order aufgeben, dass Sie gar nicht wissen, wo jetzt der aktuelle Kurs steht. Außer Sie haben vielleicht eine andere Datenquelle, die Ihnen Realtime-Kurse liefert. Jetzt kommt eine kurze Frage rein, die ich auch direkt beantworten möchte. Woher bekomme ich eine Übersicht der Lotgrößen von CFDs? Zum Beispiel ein Pip gleich 1 Euro für den DAX, Dow etc. Ganz einfach, es gibt keine Lotgrößen bei CapTrader, wenn Sie CFDs handeln. Sondern Sie handeln immer Stückzahlen. Das heißt, wenn Sie jetzt hier eine Commerzbank-Aktie als CFD handeln, dann ist das genauso, als würden Sie die Aktie direkt handeln. Ja? Das heißt, wenn Sie 10 Aktien handeln, also normalen Aktienkauf durchführen, ist das gleiche, als würden Sie hier einen Aktien-CFD kaufen. Bei Index-CFDs ist es so, dass dort, das ist der IBDE 30, ist das Kürzel für den DAX 30 CFD, der jetzt bei 10.281 Punkten steht. Da ist ein Punkt, entspricht dort einem Euro. Was jetzt wichtig ist, und das ist natürlich auch dann der sogenannte Hebel, das ist die Margin, die Sie benötigen, um dieses Produkt oder um CFDs zu kaufen. Und um das vorher zu checken, können Sie zum Beispiel hier auf den Ask-Kurs klicken, dann wird eine Order erstellt. Sie sehen ja, ist schon ein bisschen was eingestellt worden, gehe ich gleich drauf ein. Dann können Sie hier auf Auswirkungen auf Margin überprüfen mit der rechten Maustaste. Ja, also Sie wählen hier eine Orderzeile aus, rechte Maustaste, Auswirkungen auf Margin überprüfen. Und dann sehen Sie hier, welche Margin hier benötigt wird. Also hier, wo ich meinen Mauszeiger habe, in dem Fall 482 Euro. Jetzt muss ich mal ganz kurz was bei der Order-Voreinstellung verändern. Und da gehe ich gleich nochmal drauf ein.
Ja, zu den Realtime-Kursen oder zu den verzögerten Kursen. Wie viele Minuten werden die Kurse verzögert angezeigt? Ja, das ist auch von Börsenplatz zu Börsenplatz unterschiedlich. Oft ist es 15 Minuten, aber es hängt wirklich davon ab, ob es jetzt ein Futures-Kontrakt ist, eine Aktie ist, ob die Aktie jetzt in Amerika gehandelt wird oder in Deutschland oder in Frankreich oder in Hongkong. Also das ist ganz unterschiedlich. Da gibt es keine pauschale Antwort für. Eine Frage hatten wir noch zu TWS, ob es das Handbuch auch in Deutsch gibt. Ja, es gibt ein Handbuch auf Deutsch, ist allerdings schon ein paar Jahre alt. Das aktuellste ist nur auf Englisch erhältlich. Ein Teilnehmer fragt, ich würde deutsche und US-Aktien handeln. Brauche ich ein Euro-Konto oder ein US-Dollar-Konto? Ja, das kann ich Ihnen jetzt sofort zeigen. Und dann zeige ich Ihnen auch im gleichen Atemzug sozusagen, wie Sie überhaupt hier eine Order aufgeben bei CapTrader in der TWS. Hier, wie gesagt, das ist das Paper Trading Konto. Dort ist jetzt hier der Kontostand in Euro, 9.980 Euro. Welche Währungen Sie jetzt genau wie verteilt auf Ihrem Konto haben, das sehen Sie hier in dieser Kategorie Marktwert, echte FX-Balance. Ja, ich klappe das mal zu und wieder auf. Dort sehen Sie 9.965 Euro, dann etwas, also 30 britische Pfund und einen negativen Betrag in US-Dollar. Ja, wenn Sie jetzt europäische Aktien handeln, ist natürlich klar, die kaufen Sie in Euro, Ihr Kontostand ist in Euro, alles ist gut. Was passiert nun, wenn Sie jetzt US-Aktien handeln? Ja, das kann ich Ihnen gerne am Beispiel von Apple mal zeigen. Ich simuliere jetzt mal kurz hier einen Order oder gebe auch eine Order ein. Da gibt es verschiedene Wege, haben wir auch schon in unseren Webinaren Schritt für Schritt durchgeführt. Eine Möglichkeit ist hier in dieser Spalte, ja, hier, das ist die Ask-Spalte, die hier grün markiert ist, und die rote, rot eingefärbte Spalte ist die, die den Bitkurs anzeigt. Wenn ich jetzt die Apple-Aktie kaufen möchte, klicke ich auf den Ask-Kurs. Sie sehen, unter dem kleinen Pfeil erscheint auch Buy für Kaufen. Ja, damit man sich nicht vertut. Und wenn ich jetzt einmal klicke, dann erscheint eine Orderzeile. Ganz wichtig ist, wenn Sie verzögerte Kurse haben, also keine Realtime-Kurse, erscheint nicht diese Orderzeile, sondern ein Order-Ticket. Also ein neues Fenster, wo Sie im Prinzip die gleichen Werte eingeben und verändern können wie hier in dieser Zeile, aber es ist halt ein neues Fenster, was sich dort öffnet. Ich zeige Ihnen das jetzt hier anhand dieser Orderzeile. Was kann man hier alles einstellen? Ja, Sie sehen das an den Überschriften. Ich lösche mal ganz kurz hier ein paar Sachen, dass wir hier wirklich nur Apple haben. Also die Orderzeile hier ist angeklickt und aktiv. Das heißt, hier oben bei den Überschriften, da ist jetzt der untere Teil der Überschrift fett gedruckt. Das heißt, diese Überschrift ist jetzt aktiv. Hier wird das Konto angesprochen, die Aktionen kaufen. Ja, können Sie natürlich auch auf Verkauf gehen. Die Menge 100 Stück ist voreingestellt. Die Orderlaufzeit tagesgültig, Day. Können Sie natürlich ändern und sagen, ja, meine Order soll good till canceled gültig sein. Order-Typ, MKT heißt Market, steht auch hier rechts daneben. Können Sie auch verändern. Ja, Sie sehen, es gibt sehr viele Möglichkeiten, verschiedene Orderarten, verschiedene Ordertypen. Die gängigsten, klar, Limit, Market, Stop. Ich wähle jetzt mal Limit aus und dann kann ich natürlich hier rechts auch noch den Limitpreis eingeben. Ja, Sie sehen, aktuelle Preis ist 104,82. Ich gebe jetzt mal 103,50 ein. Ja, das Komma gebe ich als Punkt ein, ist die amerikanische Schreibweise. Das ist hier wichtig, dass Sie das beachten. Ja, und jetzt kann ich sagen, Smart, ja, Smart Routing. Das heißt, es wird der günstigste Börsenplatz rausgesucht von allen verfügbaren Börsenplätzen. Aber ich kann das natürlich auch ändern und sagen, ich möchte einen speziellen Börsenplatz hier auswählen in Amerika. Die kaufen die Aktie ja direkt an dem jeweiligen Börsenplatz in den USA. Und natürlich in US-Dollar. Ich lasse jetzt aber mal auf Smart und gehe auf Übermitteln.
Jetzt wurde AK als Börsenplatz ausgewählt. Das ist auch einer der größten elektronischen Börsenplätze in Amerika, vergleichbar mit hier mit Xetra. Und Sie sehen hier, der Status ist grün, die Order ist aktiv, aber natürlich noch nicht ausgeführt. Warum? Weil der Kurs höher ist. Der ist bei 104,70 und bei 103 habe ich den Kauf reingestellt. Wenn ich jetzt nicht warten möchte, bis die Order ausgeführt wird, kann ich die natürlich auch noch verändern oder anpassen. Ja, beispielsweise jetzt hier auf den aktuellen Ask-Kurs gehen, ja, weil ich jetzt kaufen möchte, gehe dann auf Aktualisieren und zack, hier sehen Sie, die Order ist durchgeführt worden. Jetzt blinkt auch noch Handelsprotokoll. Ja, das zeigt mir an, dass ein Trade durchgeführt wurde. Ja, Smart bedeutet jetzt nicht ECN bzw. DMA. Smart heißt, also ist ja im Prinzip jeder Aktienkauf findet ja an der Börse statt. Ja, das heißt, wird sofort durchgeroutet an die Börse, egal welchen Börsenplatz Sie nehmen. Dieses Smart Routing ist einfach, es wird geschaut, wie sind die Bid-Ask-Kurse an den jeweiligen Kursen, wo ist der günstigste Bid-Ask-Kurs und dahin wird dann die Order geroutet. Ich hoffe, dass das so einigermaßen verständlich rübergekommen ist. So, ja, was ist jetzt mit meinem Konto passiert? Ich gehe jetzt mal in mein Konto rein. Sie sehen, der Gegenwert ist immer noch 9.980 Euro ungefähr, hatte ich ja eben, also 79. Die Gebühren sind, wie gesagt, davon abgezogen. Aber ich sehe hier, ich habe eine negative Cash Balance in US-Dollar hier. Ja, nochmal Marktwert, echte FX-Balance. Und dort ist jetzt hier bei US-Dollar steht minus 10.500. Ja, weil das der Gegenwert ist von den 100 Apple-Aktien. Das bedeutet negativer US-Dollar-Betrag. Ich habe mir jetzt die US-Dollar geliehen. Ich habe ein Euro-Konto, ich habe mir aber die US-Dollar jetzt geliehen für den Kauf an der amerikanischen Börse, für den Kauf der Apple-Aktien, die ja in US-Dollar notieren. Und wenn ich mir dann, wie in dem Fall hier, eine Fremdwährung leihe, dann darf ich dafür Zinsen zahlen. Das kann man natürlich verhindern, indem man diesen negativen Währungsbetrag ausgleicht. Wie gleiche ich einen negativen Währungsbestand aus? Sie sehen das hier. Unter Marktwert echte FX-Balance hier in dieser Zeile bei US-Dollar minus 10.500 steht. Das ist diese negative Fremdwährung. Wie kann ich die ausgleichen? Ganz einfach, hier in dieser TWS, in dem Kontofenster, rechte Maustaste und dann können Sie auswählen, Devisenposition schließen. Ich mache das jetzt mal. Dann kommt hier nochmal ein kleiner Hinweis, was das bedeutet, dass ich entweder US-Dollar kaufe, verkaufe oder dann in dem im Gegensatz dann Euro verkaufe oder kaufe. Es können kleine Restbestände natürlich übrig bleiben. Das ist klar, weil das ja nicht immer eins zu eins genau ausgeht. Gut, das akzeptiere ich mit okay. Ich kann auch sagen, die Meldung soll nicht mehr angezeigt werden. Wenn ich das einmal gelesen habe, zur Kenntnis genommen habe, kann ich das auch ausblenden. Sage ich okay. So, und jetzt sehen Sie, ich ziehe das hier mal ein bisschen runter. Es kommt eine neue Order, Euro US-Dollar. Ein Verkauf von Euro. Market, das kann ich auch ändern, ja, wenn ich möchte. Und hier steht FX Conversion. Das heißt, um die, ich gehe nochmal ins Konto, 10.500 US-Dollar auszugleichen, müsste ich ja normalerweise erstmal ausrechnen, ja, wie viel Euro muss ich denn dafür kaufen? Ja, Entschuldigung, wie viel Euro muss ich verkaufen, um diese 10.500 US-Dollar zu bekommen? Das macht das System automatisch, wenn Sie hier auswählen, mit der rechten Maustaste Devisenposition schließen. Es wird direkt ermittelt, dass Sie 9.287 Euro verkaufen müssen, um den Gegenwert von 10.500 US-Dollar zu bekommen.
Gut, jetzt gehen Sie auf Übermitteln. Zack, die Order ist durch. Und wenn ich jetzt im Konto nachgucke, dann sehen Sie hier in der Zeile unter Marktwert ECHTFX Balance bei US-Dollar ist der negative Betrag ausgeglichen. Mein Eurobestand ist natürlich kleiner geworden, aber ich habe eine Position von 100 Aktien natürlich nach wie vor in US-Dollar in meinem Depot. Jetzt kommt eine Frage natürlich, wenn ich diesen negativen US-Dollar-Betrag nicht ausgleiche, wie viel Zinsen muss ich dafür zahlen? Ja, da der Zinssatz ändert sich natürlich recht häufig, aber Sie finden dann immer in gewissen Abständen den Zinssatz auf unserer Homepage. Aber um es genau zu sehen, wie viel Zinsen zu zahlen, gucken Sie bitte in Ihren Kontoauszug. Sie können dann täglich den Kontoauszug abrufen und dann sehen Sie auch täglich, wie viel Zinsen Sie zahlen. Ja, aktuell ist der Zinssatz, muss ich jetzt selber mal überlegen, so bei 2,5% per anno bei US-Dollar, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, dann die Frage, bekomme ich für die vorhandenen Euro Zinsen, also haben Zinsen? Nein, leider nicht. Es gibt keine haben Zinsen. Es gibt sogar bei bestimmten Beträgen negative haben Zinsen. Also das haben Sie bestimmt schon mitbekommen aus der Presse, dass die EZB den Zinssatz so stark gesenkt hat, dass einige Banken Negativzinsen verlangen für hohe Guthaben. Also wenn Sie bei uns auch Guthaben größer 100.000 Euro beispielsweise haben, ist für jeden Betrag, der da drüber ist, dann fallen negative Habenzinsen an. Gut, also so viel dazu. So gleicht man also einen negativen Währungsbestand aus, um praktisch dann die Zinsen, die man dafür zahlt, zu vermeiden. Eins müssen Sie natürlich wissen, wenn Sie jetzt irgendwann jetzt hier die Apple-Aktie wieder schließen, ja, die 100 Stück, da gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Eine ist hier rechte Maustaste und dann Position schließen. Dann kommt ja hier die jeweilige Order. Ich mache das jetzt mal Market. Zack, jetzt ist die Position geschlossen. Wenn Sie jetzt in Ihr Konto gucken, jetzt haben Sie natürlich einen positiven US-Dollar-Betrag hier. Ja? Weil Sie die Aktie verkauft haben und jetzt ist der Gegenwert in US-Dollar natürlich auf Ihrem Konto. Das heißt, sofern Sie immer hier andere Währung haben, bezogen auf Ihre Basiswährung, die ja Euro ist, haben Sie natürlich täglich mit Währungsschwankungen zu rechnen, beziehungsweise es besteht natürlich auch das Risiko von Währungsschwankungen. Das kann für Sie laufen, kann aber auch gegen Sie laufen. Also das immer natürlich zu berücksichtigen. Ja, und wenn Sie diesen Betrag, die 10.000 US-Dollar jetzt wieder in Euro konvertieren möchten, geht das natürlich auch mit einem Klick, Devisenpositionen schließen. Okay, das hatten wir gerade schon und dann kommt jetzt hier wieder die Konvertierung. In dem Fall wäre es so, Sie müssten die 10.500 US-Dollar verkaufen und ja, bekommen dafür Euro. Wie viel bekommen Sie? Hier steht es 9.260. Jetzt kommt eine berechtigte Frage, kann man auch einen Teil Euro in US-Dollar intern umbuchen? Natürlich. Sie können auch jetzt sagen, ja, ich nehme zum Beispiel jetzt nur einen Teil, nicht die komplette Position und konvertiere diese Summe von 5.000 und dann sehen Sie jetzt hier, Sie haben jetzt 5.900 Euro auf dem Konto und 4.500 US-Dollar und 30 britische Pfund. Das heißt, Sie können natürlich hier, sofern Sie ein Margin-Konto haben, sehr schnell natürlich auch mit Währungen handeln, Währungen konvertieren und können sich im Prinzip ein Multi-Währungskonto hier bei uns einrichten. Wenn ich US-Dollar auf mein Konto lasse, bekomme ich Zinsen für meine vorhandenen Dollars? Nein, leider nicht. Haben Zinsen werden zurzeit bei den niedrigen Zinssätzen nicht gezahlt. Es gibt einige Ausnahmen. Beispielsweise bei russischen Rubeln, aber da müssen Sie schon einen Gesamtkontostand haben oder einen Nettoliquidationswert von größer 100.000 Dollar, damit überhaupt Zinsen gezahlt werden.
Und das auch nur bei ausgewählten Währungen. Werden Optionen auf amerikanische Aktien auch in US-Dollar gehandelt? Ja, alle Optionen, die an den amerikanischen Optionsbörsen gehandelt werden, werden natürlich auch in US-Dollar gehandelt. Ja, und die meisten Optionen sind natürlich dann auch in US-Dollar, gerade die auf amerikanische Aktien. Die handeln sie auch dann direkt an der amerikanischen Terminbörse. Okay, so viel dazu, wie man Währung ausgleicht, wie man Währung konvertieren kann. Jetzt noch zu einer weiteren Frage, und zwar, was ist eine virtuelle FX-Position? Eine virtuelle FX-Position entsteht, wenn Sie einen Währungstrade durchführen, aber nicht FX-Conversion auswählen, sondern Ideal Pro als, ich sage mal in Anführungszeichen, Börsenplatz. Sie sehen das hier, FX-Portfolio, virtuelle FX-Position hier, da steht aktuell nichts drin. Ja, ich zeige Ihnen aber noch mal ganz kurz. Hier hat sich das Hilfefenster jetzt gerade geöffnet, da ist das Ganze auch nochmal auf Englisch erklärt, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Können Sie sich natürlich auch nochmal in Ruhe durchlesen, wenn Sie möchten. Da gibt es auch mehrere Anleitungen dazu, falls Sie sich das noch nicht angeschaut haben. Ja. Also eine virtuelle FX-Position. Was ist das? Ich gehe nochmal hier zum Währungspaar Euro-Dollar. Wie gesagt, Sie können ja auch manuell Währung tauschen, also konvertieren. Ich klicke jetzt mal auf Kaufen. Standardmäßig ist 20.000 eingestellt, also 20k. Und hier haben Sie, das meinte ich ja mit Börsenplatz, also Destination, hier haben Sie die Auswahl zwischen Ideal Pro und FX Conversion. Ich lasse das jetzt mal auf Ideal Pro, weil genau dann entsteht nämlich eine virtuelle Position. Ich gehe auf Übermitteln. Zack, die Order ist durch. Ich gehe ins Kontofenster und jetzt haben wir hier eine virtuelle FX-Position. Sie sehen das hier, Euro, US-Dollar, 20.000. Das ist der Kurswert. Zu dem Kurs habe ich gekauft, das ist der aktuelle Marktpreis, der Durchschnittspreis, zu dem habe ich gekauft und so weiter. Das heißt, hier können Sie jetzt im Prinzip sehen, welchen Gewinn bzw. Verlust Sie in diesem Währungspaar gerade erwirtschaftet haben. Im Prinzip ist das nichts anderes als eine Währungskonvertierung, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Sie sehen ja hier, ich habe nichts anderes als einen negativen US-Dollar-Betrag und einen positiven Euro-Betrag. Nur, dass zusätzlich hier in dem Fenster virtuelle FX-Position nochmal ausgewiesen wird, wie mein aktueller Gewinn bzw. Verlust mit dieser Position ist. Wenn ich diese Position nicht mehr hier angezeigt haben möchte, kann ich rechte Maustaste klicken, Position und Durchschnittspreis adjustieren auswählen, gehe hier auf 0, gehe hier auch auf 0 und sage okay. Dann ist diese virtuelle FX-Position auf 0 gesetzt. Aber ich bin nach wie vor Long in Euro und Short in US-Dollar. Das heißt, dieser Trade wurde jetzt nicht geschlossen, es wurde jetzt einfach die virtuelle FX-Position geschlossen und diese im Prinzip so dargestellt, als hätte ich nur Währungskonvertierung durchgeführt. Um diese Position zu schließen, müssten Sie natürlich jetzt wieder hingehen und hier die US-Dollar kaufen und dafür halt Euro verkaufen. Ja, das geht natürlich wieder, wie ich es Ihnen gezeigt habe, Devisenposition schließen. Hier als FX Conversion. Können Sie natürlich auch wieder Ideal Pro auswählen, aber dann haben Sie wieder eine virtuelle Position. Das wollen wir jetzt nicht. Ja, können Sie jetzt hier FX Conversion auswählen, übermitteln. Ja, und dann ist hier wieder alles bereinigt sozusagen. Gut, ich werde noch mal ein paar Fragen, die gerade reingekommen sind, beantworten. Und ja, ich hoffe, dass ich es in der Zeit schaffe, alle Ihre Fragen natürlich auch beantworten zu können.
Wie kann ich das Trader-Dashboard anzeigen? Ja, Sie sehen jetzt hier, wie gesagt, das ist die Standardansicht und das Trader-Dashboard fehlt. Was ist das Trader-Dashboard? Ganz einfach, es lässt sich sehr einfach öffnen, indem Sie auf Ansicht klicken und unter Panels hier Trader-Dashboard auswählen. Ich mache das jetzt mal und dann sehen Sie, hier ist das Trader-Dashboard hier oben drüber und da werden schon bestimmte Werte angezeigt. Sie sehen hier, der IBDE30 wird angezeigt, der IBUS30, IBUS500 und so weiter. Sie sehen hier die Kurse. Sie sehen den Netto-Liquidationswert von dem Konto und auch einen unrealisierten Profit und Loss. Wie gesagt, klicken Sie auf Ansicht und dann wählen Sie Trader-Dashboard aus und dann wird dieses Trader-Dashboard angezeigt. Auch mit Nachrichten zu den Werten, die Sie in Ihrem Portfolio haben. Wie kann man dieses Trader-Dashboard konfigurieren? Ganz einfach hier, klicken Sie auf diesen Schraubschlüssel hier, dann können Sie das Ganze konfigurieren. Es öffnet sich ein neues Fenster. Können sagen, dass News angezeigt werden sollen. News nur für Produkte des Portfolios oder auch die Hauptnachrichten. Also das kann man hier alles anklicken oder wieder wegnehmen, den Haken. Ja, und ich möchte natürlich auch, Sie sehen das hier, Netto-Liquidationswert, Sie können hier auch Ihre Kontodaten anzeigen. Ja, beispielsweise, wie viel Cash ist noch übrig oder verfügbar. Und Sie können auch hier einen Ticker hinzufügen, beispielsweise von Apple jetzt, wenn Sie den Kurs der Apple-Aktie hier angezeigt haben möchten. Also hier in der globalen Konfiguration können Sie hier das Trader-Dashboard individuell einrichten. Ja, und Sie sehen, was hat sich hier verändert? Der Cash-Bestand ist dazugekommen und hier ist der Kurs der Apple-Aktie hinzugefügt worden. Eine weitere Frage, wie handelt man aus dem Chart heraus? Ja, Sie sehen, ich habe ja jetzt hier das Fenster verkleinert und eine verknüpfte Chartgruppe im Prinzip hier. Das heißt, wenn ich eine Kursliste habe und klicke jetzt auf einen Wert in der Kursliste, dann öffnet sich direkt ein verknüpfter Chart. Sie sehen jetzt hier oben tägliche Kerzen beim DAX 30, hier unten 15 Minuten Kerzen. Wie stelle ich das her? Wie richte ich diesen Arbeitsplatz ein, dieses Layout? Ganz einfach im Prinzip, Sie müssen hier das Layout, was gesperrt ist, entsperren und haben dann die Möglichkeit hier die Fenster so anzuordnen, wie Sie möchten und das hier dann so anzudocken zum Beispiel. Hier das Fenster für News, können Sie natürlich kleiner machen, wie auch immer. Und dieses List. Für die Times and Sales können Sie kleiner machen, dann können Sie dafür dieses hier vergrößern. Wie auch immer, das können Sie so einrichten, wie Sie das möchten. Und dann gehen Sie wieder auf den Button und dann ist es wieder gesperrt. So, und dann müssten Sie im nächsten Schritt hier jedes einzelne Fenster einer Gruppe zuordnen. Hier jeweils zum Beispiel der Gruppe 1, ja, dieses Kettensymbol, was Sie hier sehen. Und wenn Sie das überall gemacht haben und auch bei der Kursliste hier oben, dann sind die ganzen Charts miteinander verknüpft, verkettet sozusagen. Und dann öffnet sich sofort der jeweilige Chart, wenn Sie dann hier auf den Wert in der Kursliste klicken. Ja, und dann können Sie auch natürlich aus dem Chart handeln, unabhängig, ob Sie die Charts jetzt mit der Kursliste verknüpft haben oder nicht. Sie können auch einfach so mit der rechten Maustaste einfach einen neuen Chart aufrufen. Das geht natürlich auch. Ja. Ja, wie handeln Sie aus dem Chart? Im Prinzip ganz einfach, Sie können sagen, hier rechte Maustaste, nehmen wir mal hier den Dow Jones Index, hier unten im 15-Minuten-Chart. Sie können sagen, rechte Maustaste, oder ich mache das mal was größer, rechte Maustaste und dann können Sie sagen, kaufen und dann haben Sie hier eine Kauflinie sozusagen und platzieren die jetzt hier oben. Dann sehen Sie hier unten, es ist Buy Limit voreingestellt. Ja, das ist natürlich jetzt auch eine Konfigurationssache. Wie gesagt, es kann auch Market ausgewählt werden. Ja, und dann müssen Sie die Order nur übermitteln. Ich platziere die jetzt mal hier unten hin, sage T für Transmit, also für übermitteln. Und dann ist hier schon eine Kauforder unterhalb vom aktuellen Kurs angezeigt. Das ist Handeln aus dem Chart.
Ja, und wenn Sie jetzt zum aktuellen Kurs natürlich rein wollen, können Sie jetzt auch die Limit-Linie nach oben ziehen, hier an den aktuellen Kurs. Und dann reicht es schon, wenn Sie die loslassen und zack, die Order wird ausgeführt. Sie sind jetzt long im Dow Jones 30 CFD, weil natürlich das Limit direkt ausgeführt wurde. Ja, das sehen Sie auch hier in der Kursliste bzw. in der Kursliste Portfolio. Dort wird Ihr aktuelles Portfolio angezeigt. Ja, hier US30, ich ziehe das mal runter, damit Sie sehen können. Eine Position Long. Unrealisierter Profit Loss. Und natürlich andere Spalten, die Sie hier hinzugefügt haben. Ja, und die kann man natürlich auch direkt wieder schließen, wenn man möchte. Market übermitteln. Und zack, man ist wieder raus. So. Ja, wie erstelle ich das Tab-Portfolio-Fenster, falls es nicht mehr sichtbar ist? Ja, Sie sehen jetzt, hier ist das Portfolio. Also das sind alle Ihre Werte, die Sie aktuell im Portfolio haben. Falls Sie diesen Reiter nicht mehr haben und der aus irgendwelchen Gründen Sie hier auf Tab löschen geklickt haben. Das mache ich jetzt mal. Dann ist das ja nicht mehr aufrufbar hier. Dann gehen Sie wie folgt vor. Sie gehen auf Konto, Portfolioanzeige und dann ist dieser Reiter wieder da. Nächste Frage. Wie ändere ich die Hintergrundfarbe im Chart? Okay. Also einmal den Chart was größer hier dargestellt. Sie sehen, die Hintergrundfarbe ist weiß. Das ist ganz einfach. Sie gehen hier auf den Schraubschlüssel oberhalb vom Chart, öffnen die globale Chart-Konfiguration, das ist dieses Fenster hier, und müssen dann den Menüpunkt Chart-Farben auswählen. Ja, und dann haben Sie hier natürlich die Möglichkeit, den Chart-Hintergrund, weiß ich nicht, blau darzustellen oder welche Farbe auch immer Sie benutzen möchten. Genauso geht das natürlich dann auch mit den Farben der einzelnen Kerzen. Das ist auch alles veränderbar. Ja, hier unten links sieht man ja jetzt so Kurse. Ja, also unten links im Chartfenster hoch, tief, Schlusskurs. Ja, also High, Low, Close und das Datum. Wie kann ich das einblenden? Ist eine Frage, das geht auch über die globale Konfiguration, zeige ich Ihnen ganz kurz. Globale Konfiguration und dann ist das hier der Punkt hier unten. Ich gucke mal, ob ich das hier markieren kann mit dem Textmarker Tooltips. Ja, und zwar müssen Sie hier den Haken setzen bei Balkeneigenschaften anzeigen und dann haben Sie verschiedene Auswahlmöglichkeiten, entweder im Tooltip anzeigen, in separaten Fenster. Oder hier im Bereich der Balkeneigenschaften anzeigen. Das ist da unten links dieser Bereich und dann können Sie sagen das Datum, das Hoch, das Tief und den Schlusskurs beispielsweise. Und dann gehen Sie auf Anwenden hier unten und dann wird das Ganze aktiviert. Wie kann ich im Chart die Uhrzeit anzeigen lassen? Das sieht man ja hier oben, ist die Uhrzeit angezeigt. Ja, die kann man auch natürlich hier wegnehmen. Auch hier in der globalen Konfiguration. Und dann müssen Sie ganz oben bei Anzeige die Marktuhr auswählen. Ja. Anwenden, OK klicken. Ah, Sekunde. Das ist jetzt der Vorführeffekt. Und sie wird nicht mehr angezeigt. Das ist ja interessant. Kann natürlich auch sein, dass das erst dann nach dem Neustart der TWS. Ja, das ist der Vorführeffekt. Wird nicht mehr angezeigt, warum auch immer. Eigentlich müsste das dort angezeigt werden, jetzt nachdem man den Haken gesetzt hat. Aber okay, gut.
Ich werde das dann nochmal versuchen rauszu. Kann auch sein, dass man die TWS dann neu starten muss, damit es wieder angezeigt wird. Okay, wie kann ich bei Aktien beispielsweise die außerbörslichen Stunden anzeigen? Okay, da gehe ich jetzt mal auf eine Aktie. Wo haben wir denn hier eine amerikanische? Hier Boeing zum Beispiel. Da müssen Sie jetzt die rechte Maustaste anklicken und dann auf Chartparameter und dann muss hier ein Haken gesetzt sein bei Chartoptionen und zwar zeigt Daten außerhalb der regulären Handelszeiten an. Ja, also wenn Sie diesen Haken hier gesetzt haben, hier unten zeigt Daten außerhalb der regulären Handelszeiten an, dann kriegen Sie außerbörsliche Kurse, sofern die halt verfügbar sind. Ja, Sie sehen, hier sind ein paar Ticks, nachbörslich, vorbörslich. Mal schauen, hier bei Apple ist ja schon wieder ein bisschen, ist ja schon ein bisschen mehr hier, 23 Uhr, 22 Uhr. Falls bei amerikanischen Werten die US-Uhrzeit dort stehen sollte, dann können Sie auch auf Chartparameter hier Daten der Zeitzone des Benutzers anzeigen auswählen. Gut, jetzt schaue ich noch mal kurz in die Fragen. Wie erstelle ich eine OCO-Order? Ja, das ist natürlich auch möglich. Mache das Fenster noch mal groß und zeige Ihnen das hier bei der Aktie von Under Armour zum Beispiel. Also, der normale Kauf war ja dieser hier. Ich klicke auf den Ask-Kurs und dann wird eine Order-Zeile hier generiert. Kaufen zum Marktkurs. Jetzt steht hier eine etwas komische Zahl, 107 Stück. Woran liegt das? Sie können rechte Maustaste klicken, Order-Voreinstellungen konfigurieren und dann sehen Sie hier, es wird immer für 5.000 Dollar gekauft werden. Das kann man jetzt einstellen. Man kann auch sagen, ich möchte immer, weiß nicht, 125 Aktien kaufen. Ja, das Ganze anwenden und okay. Ja, wenn Sie jetzt auf den Ask-Kurs klicken, dann kommen hier 125 Aktien. Das heißt, Sie können hier alles individuell einstellen. Und natürlich auch können Sie hier einstellen, dass Sie zum Beispiel einen OCO-Order abschicken möchten. Und zwar müssen Sie jetzt hier unter Target Order das Target definieren, das ist eine Limit Order, und unter Stop Loss den Stop definieren. Ja, und da können Sie sagen, hier ist es ja schon voreingestellt, jetzt in dem Fall, mein Kursziel ist zum Beispiel 4% höher als der aktuelle Kurs und mein Stop 2% niedriger als der aktuelle Kurs, als Beispiel. Ja, also Chance-Risiko-Verhältnis von 2 zu 1. Und das Ganze ist dann eine verknüpfte Order, eine OCO-Order oder auch Bracket-Order hier genannt. Das kann direkt mit einem Klick umgesetzt werden. Ja, jetzt klicke ich nochmal auf den Ask-Kurs. Ja, und jetzt sehen Sie das. Kauf zum Market-Kurs, dann ein Take-Profit 4% höher als der aktuelle Kurs bei 48,61 und ein Stop-Loss bei 45,81. Ich gehe mal. Also Sie sehen auch noch hier die Spalte OCA Group. In beiden muss die gleiche Nummer stehen, damit die beiden miteinander verknüpft sind. Ja, falls Sie die Spalte nicht haben, können Sie die natürlich auch hier oben über Spalte einfügen, dann hier hinzufügen. Ich übermittle jetzt mal die Order und zeige Ihnen dann auch im Chart, wie das Ganze aussieht. Ja, das war jetzt auch der Vorführeffekt. Ich mache das Ganze mal mit einer Limit Order. Jetzt sehen wir es auch im Chart. Ja. Stop Loss ist hier unten und Take Profit hier oben. Ja, wenn ich das Ganze jetzt übermittle, ach, jetzt kommt hier eine Meldung, die ist auch interessant. Storniert vom System potenzieller Pattern Day Trade. Ja, das ist auch interessant. Kann ich Ihnen auch direkt zeigen, was das bedeutet.
wenn sie zu viele Daytrades gemacht haben, und das simuliert halt auch dieses Paper-Trading-Konto, dann können sie so einen Daytrade nicht mehr durchführen. Das sehen Sie auch hier im Konto, unter den Einstellungen hier, unter erhältlich für den Handel noch mögliche Daytrades. Ja, Sie sehen, hier steht eine 0. Da haben Sie schon zu viele Daytrades mit US-Aktien durchgeführt. Und Ihr Kontostand ist kleiner als 25.000 US-Dollar. Da haben wir Informationen zu auf unserer Homepage. Möchte ich Ihnen auch ganz kurz dazu zeigen. Das finden Sie im Prinzip bei uns auf der Startseite, ganz unten unter Pattern Daytrader, was das Ganze bedeutet. Sie können das jetzt umgehen, und das werde ich jetzt auch machen hier bei diesem, in diesem Webinar, indem Sie zum Beispiel CFDs, also Aktien-CFDs, handeln. Ja, gehe ich nochmal zurück in die Plattform und dann zeige ich Ihnen nochmal das Beispiel, wie man eine OCO-Order erstellt. Also, wie erstelle ich eine OCO-Order? Da nehmen wir jetzt beispielsweise Microsoft und nehmen da die CFDs. Sie sehen, es ist nur eine Orderzeile, das heißt, ich gehe nochmal in das entsprechende Fenster, konfiguriere jetzt nun mein Limit, sage, das soll 4% höher sein, also mein Take Profit, und mein Stop Loss 2% niedriger. Minus 2, und dann muss ich hier Prozent auswählen. Jetzt steht hier eine Einheit, dann nehmen wir 100 und ich sage anwenden und okay. So, ich lösche die Orderzeile und klicke jetzt nochmal auf den Ask-Kurs. Dann zeige ich Ihnen, wie dort jetzt die OCO-Order erstellt wurde. Sie sehen es jetzt hier auch im Chart von Microsoft, vom CFD auf die Microsoft-Aktie. Und wenn ich die jetzt übermittle, diesmal hat es geklappt natürlich. Ich bin jetzt long investiert mit 100 Aktien CFDs auf Microsoft. Ja, hier ist der Einstiegskurs beim aktuellen Kurs. Hier unten ist mein Stop-Loss 2% entfernt und hier oben ist mein Take-Profit 4% entfernt. Ja, das sehen Sie auch im Chart hier. Sie können natürlich auch dann noch im Nachhinein das Take-Profit und den Stop-Loss verändern. So, jetzt möchte ich auch noch kurz auf den Agena Trader eingehen. Es waren jetzt sehr, sehr viele Fragen zu TWS. Weitere Fragen werden wir dann, denke ich mal, noch im Nachgang beantworten können auch. Falls Sie die noch haben, dann schreiben Sie uns einfach eine kurze E-Mail oder rufen uns an. Ich denke, die meisten Fragen konnte ich jetzt zu TWS beantworten, aber es sind auch einige noch zum Agena Trader reingekommen. Ja, Agena Trader ist, wie gesagt, eine Plattform, die Sie an die API-Schnittstelle der TWS anbinden können. Ich öffne mal eben den Agena Trader und damit Sie den auch mal sehen. Ja, da kommt direkt eine Frage auch, wie verbinde ich den Agena Trader mit der TWS? Da gibt es bei uns auf der Homepage eine kleine Verbindungsanleitung, zeige ich Ihnen sofort. Hier ist unsere Homepage und da gehen Sie auf Software und wählen Agena Trader aus, dann öffnet sich diese Seite und hier direkt als erstes können Sie die Verbindungsanleitung, das PDF-Dokument öffnen und dort ist Schritt für Schritt erklärt, wie man eine Verbindung herstellt. Ich gehe das jetzt nicht Schritt für Schritt mit Ihnen durch. Wie gesagt, können Sie sich alleine durchlesen. Wenn es nicht klappt, die Verbindung herzustellen, dann helfen wir natürlich da auch gerne weiter. Eine Frage hatte ich auch direkt schon zu Beginn des Webinars. Da ging es darum, ob man halt auch ein Live-Konto und ein Paper-Trading-Konto gemeinsam mit dem Agena Trader verbinden kann. Das ist machbar. Ich zeige Ihnen ganz kurz die Agena Trader-Plattform, die ich hier im Hintergrund laufen habe.
Und Sie sehen auch hier unten links, ich bin jetzt verbunden mit dem Demo-Konto, also mit dem Konto, wo ich Ihnen auch die TWS gezeigt habe gerade. Und zwar müssen Sie in den unter Kontoverbindungen jeweils das Live-Konto einrichten und nochmal zusätzlich eine neue Verbindung einrichten zu Ihrem Paper-Trading-Konto, zu Ihrem Demo-Konto. Das heißt, Sie müssen zwei Verbindungen sozusagen einrichten. Wichtig ist dann auch natürlich, dass Sie in der globalen Konfiguration der TWS unter API hier den richtigen Socket-Port auswählen. Ja, je nachdem, ob Sie ein Live-Konto oder ein Paper-Trading-Konto einrichten, können hier auch schon mal verschiedene Zahlen stehen. Wichtig ist, dass Sie zum Beispiel dann beim Live-Konto dann den Socket-Port 7495 nehmen und dann beispielsweise beim Demo den 7496. Ja, weil es kann nicht der gleiche Port angesprochen werden. Ja, und dann wählen Sie einfach aus, am Anfang dann, wenn Sie die Verbindung herstellen möchten, womit möchten Sie sich verbinden? Ich habe das jetzt hier schon gemacht und zwar einmal mit dem Demo-Konto und mit Yahoo Feed. Das war auch direkt die nächste Frage, ob man mehrere Verbindungen von verschiedenen Daten-Feed-Lieferanten einrichten kann. Das ist machbar. Sie sehen die Realtime-Kurse jetzt hier vom Dow Jones. Ja, wir haben jetzt hier genau 19:01 Uhr. Die Stunde ist schon wieder rum. Das ist jetzt ein Realtime-Chart hier vom US30 CFD. Ja, die Daten kommen jetzt aus vom CapTrader-Datenfeed. Ich habe aber auch eine Verbindung zum Yahoo-Datenfeed. Und zwar habe ich den definiert unter Verbindung Datenfeed sehen Sie hier Yahoo und zwar Stocks. Das heißt, die Kurse für Aktien, die möchte ich von Yahoo beziehen. Und jetzt für mein Demokonto möchte ich nur Kurse für Currencies und CFDs haben. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise einen Chart einer Aktie aufrufe, ich mache das jetzt mal ganz kurz, von Apple, dann muss ich hier auf Tageskerzen gehen. Dann sehen Sie, hier ist jetzt ja, mit dem voreingestellten Template der Chart von Apple. Auch jetzt hier der Tag 26. April ausgewählt. Ja, und jetzt habe ich hier, wie gesagt, End-of-Day-Kurse für Aktien über den ja kostenfreien Yahoo-Datenfeed und die Kurse von CFDs halt dann über Interactive Brokers beziehungsweise CapTrader. Ja, und jetzt kann ich auch mal zeigen, wenn ich jetzt Apple als CFD hier aufrufe, was dann passiert. Sie sehen, ist ja der gleiche Chart, obwohl es der CFD ist. Und da kann ich aber jetzt auch in kleinere Zeiteinheiten gehen. Ja. Wenn der Chart jetzt hier, jetzt muss ich erstmal die Historie noch laden. Wo haben wir denn hier ein Beispiel? Und dann bekomme ich natürlich auch Intraday-Kurse. Hier zum Beispiel Microsoft als CFD, ja. Das war ja der Trade, den wir eben gemacht haben in der TWS. Ja, da sehen Sie, das sind jetzt auch natürlich Intraday-Kurse, die hier zur Verfügung stehen. Gut, jetzt muss ich mal schauen, ob noch ein paar Fragen reingekommen sind, die ich noch nicht beantwortet habe. Ich schau mal eben. Wie handelt man aus dem Chart heraus? Das hatten wir schon. Wird der Profit Loss, also bezüglich Währungen, nur in der virtuellen FX-Anzeige dargestellt und in der normalen Währungsanzeige nicht? Nein, das ist falsch. Eine virtuelle Währung oder eine virtuelle Position wird nur angezeigt, wenn Sie die auch über IdealPro eröffnen. Ja? Das heißt, die aktuellen Währungsgewinne oder Verluste, die Sie haben, die werden dann unter echter FX-Balance auch angezeigt. Wie ändere ich die Fibonacci-Marken?
Es gibt natürlich einmal die Möglichkeit hier im Agena Trader Fibonacci-Marken einzuzeichnen. Muss ich mal gerade schauen. Ich habe ja hier auch ein Tool, Fibonacci beispielsweise. Jetzt hier, so. Ja, da können Sie einfach doppelklicken und können dann sagen, ja, hier, ich möchte die Marken ändern. Ja. In der TWS muss ich jetzt gerade mal schauen. Moment. Dazu wechsle ich auch ganz kurz den Bildschirm und dann zeige ich Ihnen das in der TWS. Also wenn Sie jetzt hier Fibonacci hinzufügen in der TWS, dann können Sie die Marken hier ändern, indem Sie einfach auf die Linie klicken und die verschieben. Ja, zum Beispiel hier die 76,4% können Sie jetzt einfach verschieben, dann auf, weiß ich nicht, 90% oder so das Ganze verändern. Kann man einen Time-Exit einstellen? Das ist machbar. Also Sie können zum Beispiel einstellen, dass eine Order zu einer bestimmten Zeit übermittelt werden soll an die jeweilige Börse. Ja? Beispielsweise ein Limit-Order oder ähnliches, dass die dann erst übermittelt wird und dann natürlich erst ab diesem Zeitpunkt dann auch aktiv ist. Das ist natürlich machbar. Okay, jetzt sehe ich eigentlich keine Fragen mehr. Ich werde aber das Webinar noch weiter laufen lassen. Die Aufzeichnung werde ich beenden, aber wenn noch Fragen reinkommen, die auch noch natürlich weiter beantworten. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre rege Teilnahme an diesem Webinar, dass Sie sehr, sehr viele Fragen jedenfalls zur TWS gestellt haben, um Ihnen da auch mal einige Dinge dann halt auch näher zu erläutern. Das macht so ein Webinar natürlich viel, viel spannender, als wenn ich einfach nur einen Vortrag halte. Wie gesagt, Sie haben noch die Möglichkeit, jetzt im Nachgang noch weiter Fragen zu stellen. Ich werde das Webinar noch nicht beenden, aber die Aufzeichnung werde ich beenden und deswegen bedanke ich mich nochmal ganz bei Ihnen ganz herzlich, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und viel Erfolg beim Trading und sage schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.